Ja, lass uns einsteigen. Und zum Einstieg habe ich mir ein Thema ausgesucht, das ein Thema ist mit einer tiefen Bedeutung, wenn wir ein wenig hinter dem Vorhang blicken. Und das gleichzeitig auch eine aktuelle Bedeutung hat. Das ist immer das, was ich mir wünsche, Themen zu finden, die uns helfen, ein größeres Bild zu verstehen. Und dadurch eben auch, man könnte sagen, am Anfang der Kette den Knoten zu lösen, der zu lösen ist, damit wir weitere Gedankenthemen unter einer anderen Perspektive betrachten können. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in vielen, vielen Fällen bestimmte Strukturen nicht mehr bis zur Basis hin betrachtet werden, sondern dass wir diese grundlegende gedankliche Basis so verinnerlicht haben, dass wir sie gar nicht mehr in Frage stellen. Wir setzen also erst an einer Stelle an, an der schon so viele Annahmen und Vermutungen ungeprüft übernommen worden sind, dass, sollten diese Annahmen und Vermutungen falsch sein, die entsprechenden gedanklichen Konsequenzen alle in die Irre führen. Also wenn eine Grundannahme falsch ist und deine künftigen Gedanken auf dieser falschen Grundannahme aufbauen, ja, dann sind die Ergebnisse zwangsläufig auch falsch. Und das ist es, was uns helfen kann, wenn wir tatsächlich ein Stückchen tiefer blicken, gleich mit einem Mal eine ganze Reihe von Fehlannahmen auflösen zu können. Und das ist extrem wichtig. Ich will dir das jetzt an einem konkreten Beispiel aufzeigen. Allerdings brauchst du ein bisschen Geduld. Wir müssen erst einmal die aktuelle Situation betrachten, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe schon gesagt, die Queen ist tot, beziehungsweise ist gestorben. Und wann das nun genau war, darüber gibt es auch unterschiedliche Vermutungen. Es gibt nicht wenige, die sagen, die Queen ist schon eine ganze Weile tot, aber dieser entsprechende Tod wird jetzt erst bekannt gegeben. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen. Ich erwähne es nur deswegen, weil es eben durchaus an verschiedenen Stellen im Moment auftaucht. Auch im Zusammenhang mit diesem spezifischen Termin, der jetzt im Zusammenhang steht mit dem Tod der Königin. Und darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir haben jetzt noch eine 17-tägige Staatstrauer, was sehr ungewöhnlich ist. Normal ist diese Staatstrauer 10-tägig, aber sie ist jetzt auf 17 Tage verlängert worden. Und da begegnet uns dann zum Ende dieser Staatstrauer auch ein Termin, zu dem ich allein sehr häufig jetzt in den letzten Tagen befragt worden bin in meinem Umfeld. Was, Alexander, glaubst du, passiert am 24. September? Vielleicht erinnerst du dich, Friedrich Merz, der CDU-Politiker, hat davon gesprochen, dass dieser 24. September 2022 ein ganz besonderer Tag sein wird. Und zwar ein Tag, wo sich rückwirkend jeder daran erinnert, wo er an diesem Tag war. Und das klingt natürlich nach einem besonderen Ereignis, das möglicherweise an diesem Tag geschehen könnte oder soll. Das dann dazu führt, dass man sagt, ja, ich weiß noch genau, weil es das und das passiert ist, da war ich da und da. Ich selber erinnere mich beispielsweise, wo ich war am 11. September. Und ich glaube, ganz viele erinnern sich daran. Und in diesem Zusammenhang möchten wir natürlich jetzt gerne wissen, was da geschehen soll. Und warum hat er es vor allen Dingen gesagt? Also wenn es wirklich ein dramatisches Ereignis ist, dann ist das ja in der Regel ein Ereignis, das nicht vorher eingeplant war oder ein Ergebnis ist, das man erahnen konnte, sondern es muss etwas sein, das eine Überraschung beinhaltet. Etwas ganz Spezielles. Und wenn man schon vorher diese Überraschung kennt, naja, dann merkt man, dass das also nicht wirklich überraschend erscheinen könnte, sondern dass es wohl doch einer entsprechenden Planung obliegt, dieses Ereignis auszulösen. Warum wird dann tatsächlich so etwas vorab bekannt gegeben? Das könnte sich ja auch rächen, allein dadurch, dass man dann sagen könnte, ja, Moment mal, wenn der das schon vorher gewusst hat, dann
ja, dann muss dieses Erklärungsmodell natürlich kritisch betrachtet werden, das eben beispielsweise verwendet wird, um etwas zu erklären, das uns als ein plötzliches Ereignis verkauft werden soll. Ich kann dir nicht sagen, was am 24. September wirklich passieren könnte oder wird. Ja, es gibt einige Termine, die da in relativer Nähe stehen. Am 21. September wird vermutlich die Fed die Zinsen erhöhen. Auch ein ganz spannendes Thema. Könnten, müssten, sollten wir auch drüber sprechen. Denn diese Zinserhöhung, die sehr deutlich angekündigt worden ist, die könnte wirklich einen kräftigen Schubs bedeuten, der einige Dominosteine zum Einsturz bringt. Wir haben eine dramatische Situation, die in einem Zusammenhang steht mit einer solchen Entscheidung, und man rechnet damit, dass die Fed die Zinsen um 0,75% mindestens erhöht, und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Ist ein Thema für später, und ich will nicht meinen roten Faden verlieren. Wir kommen gleich zurück zur Queen, keine Sorge. Aber dieser Termin ist eben auch ein Termin, der in einem Zusammenhang stehen könnte mit dieser Trauerzeit oder eben auch mit einem solchen Ereignis. Aber ich glaube, das wäre egal, beinahe was passiert, kaum geeignet, wirklich ein Ereignis zu begründen, das so eine Dimension hat, dass sich die Menschen auf der ganzen Welt möglicherweise daran erinnern, wo sie waren an diesem Tag. Also es bleibt abzuwarten. Jedenfalls sollte dann etwas Überraschendes passieren, dann haben wir hier mit diesem Hinweis jedenfalls nochmal eine Erinnerung ausgesprochen, die wir verwenden können, kritisch zu fragen, ob da nicht tatsächlich doch das, was da geschehen könnte, einem Plan folgt.